Core Gaming VS. Let's play, let's go. Heute mit Vision Trick Medias Pavillon. Einem 4D-Puzzler. Was stellen wir uns darunter vor? Das zeige ich euch jetzt. Wir drücken auf die Gedächtniskarte und können dann die verschiedenen Level auswählen. Ihr könnt sehen, ich habe hier schon sehr viel gespielt, um euch dann aber einen Einblick in das weitere Spiel erhaschen lassen zu können, starten wir das erste Kapitel. Ich klicke mal hier auf die Glocke und somit startet dann auch schon das Game. Ihr seht, es ist wunderschön animiert. Wir können hier mit einem Swipen und sogar mit zwei Fingern rein und raus zoomen. Ich verfolge jetzt mal hier unseren Freund. Also es ist keine automatische Kamera, die ihn verfolgt, sondern das bin ich mit den Fingern. Und an dieser Stelle bleibt er stehen. So, was ich jetzt hier rausfinden konnte, ist, wenn ich jetzt das Licht anmache, das vor ihm dunkel erscheint, läuft er selbstständig los. Okay, hier ist noch eine Kiste. Holen wir den Gegenstand mal raus. Und das soll dann sozusagen das 4D-Gameplay sein. Also das heißt, wir steuern nicht den Charakter, sondern geben nur Hinweise, indem ich jetzt hier links oben auf diese Glocke da klicke, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und er tut dann selbstständig mit der Spielwelt agieren. Es kommt mir alles aber trotzdem sehr krass geskriptet vor, also so bahnbrechend finde ich jetzt das gar nicht. Und wenn ich mal ganz stark drüber nachdenke, finde ich bestimmt auch irgendwelche Spiele, die davor schon so, die es so schon gab. Aber nichtsdestotrotz ist das ein super Spiel mit einer tollen Optik. Ich gehe mal hier ins Hauptmenü, nochmal in die Gedächtniskarte und zeige euch mal ein anderes Level, so damit ihr auch sehen könnt, wie das dann später aussieht. Das ist eigentlich ein ganz gutes, tricky Level. So. Ich swipe mal hier ein bisschen ans Levelende. Hier sollten wir hinkommen. Und jetzt probieren wir mal, unseren Charakter so zu beeinflussen, dass er da auch hinläuft. Er wärmt sich gerade an der Feuerstelle. Ich klicke jetzt hier auf diese Glocke. Er schaut nach. Okay, hier ist nichts. Die Tür ist zu. Ich gehe wieder zurück. Es regnet, mir ist kalt. So. Jetzt sehen wir diese Plattform. Ich habe jetzt eine andere Glocke betätigt, die ihn in eine andere Richtung rennen lässt. Ich möchte aber, dass er auf die Plattform geht. Also tue ich die linke Glocke läuten und dann die rechte und lasse ihn somit auf die Plattform kommen. Er sieht, dass die Türe aufging und läuft selbstständig dann durch. So, hier haben wir zwei Plattformen. Ihr seht die hier in der Mitte des Bildschirms. So, die wollen wir natürlich betätigen. Wie lassen wir ihn jetzt laufen? Manchmal müssen wir die auch gleichzeitig betätigen. Also ich probiere jetzt mal hier auf die obere Glocke. Alles klar, wo rennt er hin? Nur bis dahin. Ihr seht, der Kerl hat es noch nicht ganz begriffen. Also da muss ich die Glocken wohl anders läuten. Ich läute nochmal die hier. Und dann die untere. Jetzt. Und jetzt dann eigentlich noch die linke. Und dann müsste er hier lang laufen. Und jetzt nochmal die rechte. Und jetzt sieht er, okay, die Tür ist auf. Naja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt ein besonderes Gameplay ist, dass man jetzt hier als 4D antiteln muss. Nichtsdestotrotz hat das hier eine wirklich sehr, sehr gute Grafik, ein flüssiges Gameplay und einen tollen Sound auch, in dem man sich, wenn man will, auch verlieren kann. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Spielwelt. Großartig unterscheidet sich in den Levels jetzt
ja, nicht wirklich was. Es geht immer darum, irgendwie eine Tür aufzukriegen und ihn mit Glocken, Lichtern oder später auch mit Blöcken dann einfach ans Levelende zu begleiten oder besser gesagt beziehungsweise hinzuführen. So. Wie kriegen wir ihn jetzt hier dadurch? Ich lasse die linke Glocke nochmal läuten. Lass ihn hier nochmal runterklettern. Aber das wird zeitlich wohl fast nicht reichen. Da muss eine andere Taktik her. Ihr seht, jetzt müssen wir da halt ein bisschen rumspielen. Aber wenn ich jetzt nochmal die obere Glocke läute, dann müsste es eigentlich passen. Und er ist durch. Was auch ziemlich tricky ist, ist dieses Level. Das zeige ich euch noch. So, indem wir alle vier Lichter antippen, werden die Glocken und die Türe zum Ausgang aktiviert. Und ihr fragt euch bestimmt, um was geht das Spiel? Das Spiel geht um gar nichts. Es geht um diesen Mann, der hier einfach durch die Levels rennt und man vermutet, so in seiner eigenen Traumwelt irgendwelche Dinge und Sachen verarbeitet, so wird das Spiel auch erklärt. Also nur mal so zwischendrin. Wir können jetzt hier die einzelnen Glocken und deren Gänge, sage ich jetzt mal, einfach verfolgen. Und dann wissen wir, an welcher Plattform welche Glocke geläutet werden kann. Wir sehen hier in der Mitte im Wasser, sehen wir jeweils rechts und links, also im Wasser drin, verschiedene Schalter, die wir aktivieren müssen. Und das machen wir dann eben auch mit den Glocken. Das heißt, erst die eine Glocke läuten und dann schnell die andere, dass er dann über das Wasser, im Wasser, dann auf die andere Plattform steigt und dabei dann eben, so wie hier, die Türen aktiviert. So, jetzt müssen wir noch die andere Seite machen. Ja. Und jetzt schnell das andere. Ah, nein. Okay, ich habe das Falsche angeklickt. Also nochmal. Ich muss hier hoch, hier. Na, jetzt aber. Und dann hier lang. Ach so. Okay, einmal aktiviert, bleibt sie wohl aktiv. Das ist dann auch von Level zu Level dann anders. Hier ist das nun ausnahmsweise so, aber normalerweise hat man hier wirklich nur ein Zeitfenster, in dem man das dann auf jeden Fall erledigen muss. Also können wir uns hier auf die linke Plattform konzentrieren. Also das heißt, ich tippe die hier an und dann die hier und dann müsste er drüber laufen. Jawohl. Perfekt. Das hat funktioniert. Und schon sind wir dann im Levelende. Und auch am Ende des Videos. Für meinen Geschmack, meine Freunde, sind hier 5 Euro ein bisschen hoch angesetzt, aber wer auf Rätselspiele steht, bekommt hier wirklich einiges geboten. Lasst euch davon nicht abschrecken. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Bis zum nächsten Mal.